Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Let's Play... Zu einer kleinen Runde Let's Play Call of Duty Black Ops 2. Wir spielen hier eine kleine Runde Wettrüsten auf der Map Grind. Und ich habe dabei die geile Vector mit Scheidem vom schneller Magazin. Und da campt einer. Lass mich in Ruhe. Okay, schnelles Magazin, da wären schon doch nicht drauf. Ne, Magazinerweiterung habe ich drauf. Ich wollte doch schnelles Magazin drauf haben, naja, egal. Kriegt jetzt auch keinen Hahn mehr danach. Ist ja auch egal. Ja, ich versuche mich jetzt hier einfach mal in einem kleinen Gameplay. Beziehungsweise ein bisschen was zu reißen, während ich euch ein bisschen was erzähle. So wie immer halt. Und ich werde natürlich von hinten erschossen. So, dabei habe ich Drohne, Orbi und Loadstar. Drohne habe ich dabei, weil ich immer Drohne dabei habe. Den Orbi, weil der einfach geil ist. Aber den erreiche ich wahrscheinlich heute nicht, habe ich das Gefühl. Und der Loadstar, keine Ahnung. Standard. Was weiß ich. Aber ich glaube, die geiern meine Drohne, oder? Oder wir haben eine gegnerische Gegend. Ich habe keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Ich habe schon eine Weile nicht mehr gespielt. Ungefähr 20 Minuten. Nee. Ich habe gerade Dead Space aufgenommen und bin jetzt noch ein bisschen... Ja. Komisch, ich weiß nicht. Komisch drauf. Ein bisschen angespannt. Ach, Menno! Jetzt seid's doch mal nicht so fies zu mir. Ich hab euch doch nichts getan. Ich habe auch keine Granaten dabei, um die jetzt da irgendwie hart ranzunehmen. Was ich ziemlich schade finde. Du schaffst das. Wieso stirbt der nicht? Hey! Ja. Achtung, feindlicher Blitz. Nein! Oh, oh. Mama. Lass mich in Ruhe. Hi. Okay. Cool bleiben. Abschluss bestätigt. Alles cool. Nein. Ich sterbe nicht. Warum auch? Ist ja nur Blei. Macht doch nichts. YOLO und so. Achtung, die Drohne nähert sich. Ach Mann, ich reg mich ganz schon wieder auf. Ey. Irgendwie klappt in letzter Zeit nicht so viel in dem Spiel. Ich weiß nicht. Achtung, feindliche Konterdrohne ist aktiv. Bei mir! Drohne erwartet Befehl. Oh. Nähert sich. Oh, ich habe meine Vector weggeschmissen. Das wollte ich eigentlich nicht. Die habe ich jetzt irgendwo verloren. Ich hebe eigentlich immer nur Sekundärwaffen auf, weil sonst, falls meine Moon alle ist und ich in einer brenzligen Situation bin, dass ich noch eine zweite Waffe habe. Ah! Leck mich. Da ist doch einer. Dich gehört und du tötest mich trotzdem, natürlich. Schaut euch das an, was soll der Scheiß? So unfair. Der zielt vor. Der dann. Ach, leckt mich. Was hab ich denn noch so? Ja. Nur Bullshit. Komm, Execution. Und den muss ich eh auf Gold spielen, da kann ich jetzt schon mal hier eine Runde. Da reicht sich zwar nicht mal eine Drohne mit, also, aber auch egal. Ja, weißt, wenn mich einer von euch abonniert hat, dann bestimmt nicht, weil ich so gut spielen kann oder weil ich ein tolles Gameplay überliefere. Ich glaube, das hat dann irgendwie einen anderen Grund. Hoffe ich zumindest. Ich will euch nicht unbedingt enttäuschen, was ich gerade tue, glaube ich. Egal. Im Ernst, oder?
Warum ziehen die immer um die Ecken? Das ist doch unfair. Die haben uns gezeigt, wo der Hammer hängt. Ich weiß, wo der Hammer hängt. An der Wand. Zumindest wenn er hängt, sollte er irgendwo hängen. Egal. Er lädt mich jetzt hier ein, irgend so ein Typ, den ich nicht kenne. Komische Leute. Egal, ich kann ja mein schlechtes Gameplay nutzen, um euch mal ein bisschen auf verschiedene Dinge anzusprechen. Außerdem kann ich hier mal hier ein schnelles reinmachen und dann hier, guck mal, da fehlt mir noch einer auf meinen Blutunterlaufen. Gott, nervig. Egal. Kann ich ja mal ansprechen. Die E3 ist ja rum, schon seit einer Weile, aber ich habe ewig schon kein Video gemacht, deswegen dachte ich mir, kann ich wenigstens vielleicht mal meinen Senf dazu abgeben. Es ging ja hauptsächlich, oder sagen wir mal, der Tiefpunkt in der Messe war ja irgendwie, nicht Tiefpunkt, der Höhepunkt, oder das tiefgängigste, das am meisten drüber geredete, bla bla, war ja der Kampf zwischen Sony und Microsoft wegen Xbox und PS3. Und Gebrauchtspiele und bla, das habt ihr bestimmt alles schon eine Million Mal gehört, falls es euch interessiert. Falls ihr euch nicht darüber interessiert und nicht das irgendwie... Danke, dass du mich unterbrichst, du kleiner Junge. Falls euch das nicht so interessiert und ihr da euch nicht informiert habt oder so. Ich habe mich auch nicht informiert, aber ich fand das eigentlich schon eine nette Sache. Ich habe das auch irgendwie nicht verfolgt, aber ich habe eine Menge Videos von der E3 eigentlich angeschaut, alle Trailer, die es so gab. Und es gab eine Menge Spiele, wo ich mich wirklich drauf freue, die ich aber wahrscheinlich niemals zocken werde. Zum Beispiel gab es da ja Battlefield 4. Voll geil. Sieht richtig hammerkrass pornös aus. Werde ich mir wahrscheinlich zulegen. Ich weiß allerdings nicht, wie schnell ich das tun werde und sonst noch so Sachen. Naja, dann Watch Dogs hat mich auch ziemlich angefickt, also das werde ich auf jeden Fall mal antesten. Das werde ich sogar vielleicht mal hier auf meinem Kanal bringen, muss ich mal gucken, wie es denn aussieht, ob das mein PC packt, weil mein PC ist ja schon ein bisschen älter und packt nicht mehr so viel, leider. Leider. Aber ich bin immer noch zufrieden mit dem, der ist besser als manch anderer PC von Leuten, die ich kenne. Ja, schieß auf mich, Teammate. Ich hab dir nichts getan. So, was gab's denn noch so? Hier sowas wie... weiß nicht, Metal Gear Solid oder so habe ich nie gespielt, deswegen... Aber den Trailer, ohne Scheiß, der Metal Gear Solid Trailer, den fand ich so geil. Also wirklich, ich habe mir den so oft angeguckt, ich weiß nicht warum. Einfach die Musik ist geil, die Szenen sind geil, die, Figuren sind geil, ich weiß nicht. Das Thema ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so geil, von wegen Kinder, Soldaten und Foltern und so. Aber mein Gott, du kannst nicht alles haben. Und... ja. Auf jeden Fall... doch... ziemlich pornös, dieses Spiel. Und ich bin on the road zu... meinem... nein! Ich will überleben, ich will dringend überleben. Nein! Wieso stirbt der nicht? Ach Mann, oh! Ich sollte mehr aimen, glaube ich. Ach komm, da war ich mal kurz davor, irgendwas in meinem Leben zu erreichen und dann nein. Ach egal. Boah, was gab's denn da noch so? Was mich wirklich, wirklich angefickt hat. Also jetzt im positiven Sinne, wo ich mich riesig gefreut habe, war, glaube ich, der kürzeste Trailer der Messe. Und zwar der von DICE über Battlefront. Ja? Also ohne Scheiß, ich warte so ewig lange schon auf dieses Spiel. Also auf Battlefront 3 eigentlich. Aber wenn es DICE macht, das kann doch eigentlich nur geil werden, oder? Also, es wird wahrscheinlich Battlefield im Star Wars-Stil, aber das soll mich nicht stören. Mein Bruder wird es wahrscheinlich nicht so gefallen, weil der ist da dann doch, ja, der ist nicht so der Gamer, sagen wir es mal so. Und der hat Battlefront so sehr gespielt, also, ich weiß nicht, das war ein Spiel, das dem wirklich gefallen. Und wenn sie jetzt die Engine ändern, mein Gott,
dann ist es halt so, sage ich mir. Ich spiele auch Battlefield und COD und so, aber der spielt wirklich... Der ist kein Gamer, der spielt einfach, was ihm Spaß macht. Ihm hat das Spiel sehr Spaß gemacht und ich wurde gesniped, weil ich meinen Executioner ausgerüstet habe. Was nicht sehr schlau war. Also es wird da schon eine Umstellung geben und... Also für mich muss ich sagen, mir wird diese Umstellung wahrscheinlich positiv ausfallen. Für viele vielleicht nicht so, die jetzt am alten Battlefront hingen. Aber mein Gott, was soll schon passieren? YOLO. Ich sag viel zu oft YOLO in letzter Zeit. Eigentlich gar nicht, aber in diesem Video sage ich es schon viel zu oft. Nämlich zweimal und zweimal ist zweimal zu viel. Komm her, du Lappen. Oh, 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 oh. Du Lumpen, du. Bin leer geschossen. Ladung scharf. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Ah! Wieso spawnt der denn da? Was hat denn der da hinten zu suchen? Was soll denn das? Oh Gott, was gab's denn noch so? The Division. Auch ein recht geiler Titel, den ich mir wahrscheinlich nicht anschauen werde, aber ich finde den ziemlich interessant, auch von der Idee her und vom Spiel her auch. Ich weiß, ich sag eigentlich das, was irgendwie so jedes Magazin oder so sagt, glaube ich. Auch wenn ich jetzt kein Magazin groß gelesen habe oder geschaut habe. Aber, nein, das sind einfach die... Ja, die... Okay, jetzt reicht's mir. Ich snipe zurück, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Nein, das sind einfach die Hammertitel, ne? Muss man einfach mal sagen. Und wieso kann ich nicht snipen? Das fickt mich. Alle sagen, ich kann snipen. Ich weiß gar nicht, warum ihr das alle sagt. Ich kann das nicht. Ah! Der steht still an der Ecke und ich treffe den Wichser nicht. Das war ein No-Scope, das ist kein Skill. Das war auch nicht so geil. Ja, ja, okay, okay, ihr könnt mich jetzt auch mal. Immer wenn ich mich aufreg, dann kann ich es. Ich weiß auch nicht. Oder immer wenn ich versuche, ihm jemanden zu beweisen, dass ich es nicht kann, dann kann ich es. Feindliche Drohne nähert sich. Feindgerichtet. Den Druck aufrechthalten. Nein. Ah. Gegner. Überall. Ja, der hätte eigentlich sitzen sollen. So. War der zumindest so geplant. Rauchgranate. Ladung scharf. Oh lol. So, ansonsten, was es so gab. Da gab es dieses Spiel, das Name mir nicht mehr einfällt, was irgendwie von dem Machen von Modern Warfare sein soll. Und das hat geleckt, deswegen hat er mich jetzt getötet. Das ist keine Ausrede. Das Spiel sah auch interessant aus, aber ich weiß, so viele interessante Spiele, aber so wenige, die ich wahrscheinlich auch wirklich mir holen werde. Ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht. Das ist irgendwie, bei mir ist das immer ein bisschen komisch. Ich hole mir kaum ein Spiel, aber ich will alles spielen. Oh. Da hatte ich Lack. Wieso bin ich Teambester? Mit 3, wieso hab ich... Hä? Ich denke, ich sterb so oft. Komisch. Naja, Wettrüsten ist so eine Sache. Und Wettrüsten ohne Streaks erreichen ist auch eigentlich nur Team Deathmatch. Das ist irgendwie ein bisschen Bullshit. Ja. Ich glaube, ich werde noch eine Runde spielen. Und... Dann... was spiele ich denn mal? Sag mal an, hier, du... Ja, genau, du. Ich glaube, ich werde nochmal eine Runde Vector spielen. Glaube ich. Mache ich aber das hier weg und mache mir noch ein drittes drauf. Und zwar... den hier. Keine Ahnung. Wird schon was bringen. Hoffe ich. Boah, Mirage oder... Ich hasse TDM auf Mirage. Aber es kann nur Scheiße kommen, glaube ich. Da kommt bestimmt wieder Carrier oder so Bullshit. Ach komm. Ist egal. Oder? 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 Zufall, komm. Nein, so geht doch. Ist doch okay. So, und da werde ich aber... Ich will nicht mit dir spielen, Typ, den ich nicht kenne. Vielleicht würde ich ja mit dir spielen, wenn du deinen Namen wieder so ändern würdest, wie ich dich vielleicht in Erinnerung habe. Aber wenn alle meine Freunde dauernd ihren Namen ändern, dann... Pff,
Irgendwann komme ich auch nicht mehr mit. Mein Namensgedächtnis ist besser als das von einem Stein, aber der, ich weiß nicht, der Ast nebendran, der sieht da hingegen doch schon gut aus. Ich weiß auch nicht, was ich da rede. Ich bin verwirrt. Hier liegen so viele Kabel an meinem PC und ich weiß gar nicht, wofür die alle sind. Eins ist für meine Webcam, das andere... Das ist alles USB-Kabel, aber ich weiß nicht. Irgendwie, die haben keine Zugehörigkeit, die liegen ja einfach rum. Grünes Licht! Wir gewinnen diesen Kampf. Was mache ich den Start? Ich bin noch... naja. Gegner, ey. Dass hier unten nichts los ist, wundert mich jetzt schon so ein bisschen. Oder spawnen die einfach nicht? Haben die keine Lust oder? Ich weiß nicht. Hallo. Relax. Relax. Scheiße. Bullshit. Drohne nähert sich. Gott, ey, es passiert nichts. Gegner, jetzt kommt's mal her. Bin weg. Nein, ich wollte doch messern. Mann, ich hasse das Messer in dem Spiel. Das ist einfach nur, ist einfach zu nichts zu gebrauchen. Das kann ich auch mit meinem kleinen Taschenmesser das schneiden, was irgendwie schon so ewig alt ist, dass es so stumpf ist. Da reiche ich vielleicht mehr. Kann ich den vielleicht kratzen, weil da noch Dreck dran hängt oder so. Au, au. Oh, oh, zu viele. Mann, ich bin aggro. Oh, ich stehe 6-2. Wieso stehst du gut? Verpiss dich! Ausländer raus! Ich hab, glaub, irgendwas genommen. So, weg damit! Weg, die Sau! Hör auf zu reden, wenn du es nicht kannst! Junge! Wieso leckt der Server jetzt so? Das war nicht ich, das war der Server. Halt die Fresse! Ja, Mann, da kann er nicht snipen und muss messern, ey. Das finde ich auch immer so assi. Das, wenn ihr snipen wollt, dann bleibt doch auch bei eurer Sniper und Messer nicht die ganze Zeit. Oder holt eure Pistols raus oder sonst was. Dann tut ihr euch keinen Gefallen. Okay, ihr tut euch vielleicht einen Gefallen, aber mir nicht! Weil ich immer auf Streak sterb! Oder vor Streak sogar noch, keine Ahnung. Oh, oh. Verbündete Drohne nähert sich. Oh, oh. Nein, nein! Wieso? Irgendwie wollen die nicht sterben, ich weiß auch nicht. Ja, okay, da hatte ich keine Chance, den zu töten, weil ich einfach zu schlecht war. Das gebe ich zu. Aber irgendwie Gott, trotzdem. Halt's Maul! Verbündete Fernlenkladung unterwegs. Gott, Junge, Junge. Geh mir nicht auf meine Eier. Immer weiter. Ach, das ist doch für'n Arsch. Weißt du, dann liegt er da rum, die Made. Dann killt er mich auch noch mit One-Shot. Trotz seines... Jetzt lass mich in Ruhe. Ist doch für'n Arsch. Kein Bock mehr. 14-7. Von 6-2. Ich spür auch gerade extrem Scheiß. Das nehme ich echt auf meine... Das nehme ich schon auf meine Kappe, keine Sorge, aber... Verreck! Oh. Nein! Nein!
Ach komm, weißt du, das ist. Da kannst du doch nichts machen. Weißt du, wenn sie so auf dich zugesprungen kommen, da kannst du gar nichts machen. Hast du keine Chance? Na komm her. Hier kann ich auch. Alter, lern Deutsch. Gott. Oh. Ja, das hat er nicht kommen sehen. Egal. Ich habe jetzt gar nichts mehr zu die 3 gesagt, fällt mir auf so am Ende. Ach, sei still. Ansonsten, was gäb's da noch? Keine Ahnung, irgendwelche Mars-Rover-Spiele, die ich nicht interessant fand oder so. Call of Duty Ghosts hat mich überhaupt nicht irgendwie angesprochen. Das werde ich mir auch nicht holen, ich weiß nicht, kein Bock. Mir reicht Black Ops 2 und Black Ops. Die beiden Spiele mag ich auch und ich gehe jetzt hier aus der Lobby. Ich hab keinen Bock mehr. Ah! So. Ansonsten könnt mir eure Meinung zur E3, zu diesem Video, zu mir, zu meiner Mutter in die Kommentare schreiben. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, ne? Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und so. Und ja, ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen. Außer... Nee, das habe ich nicht zu sagen, nee. Nee, das passt überhaupt nicht. Gott, ich laber einen Scheiß. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.